Es ist 16 Uhr. Ich habe die große Freude, Sie zum Nachmittagstalk oder euch zum Nachmittagstalk zu begrüßen. Das ist natürlich immer der beste Zeitpunkt. Zweiter Tag, später Nachmittag. Alle sind schon ein bisschen abgeschlafft. Die Luft ist mittelgut. Wir gucken mal, was wir noch zustande kriegen gemeinsam. Das Thema, es geht um die Optimierung einer Produktionspipeline für storygetriebene Abenteuer. Warum sage ich nicht Text-Adventure? Komme ich gleich nochmal drauf. Weil ein Text-Adventure doch was deutlich anderes ist als das, was wir hier vorantreiben. Trotzdem erbt es viel von der guten alten Tradition von Text-Adventuren. Wer sind wir? Ich komme von der Experimental Game. Mein Name ist Nico Novara. Die Experimental Game ist eine Firma, die sich mit der Erschaffung einer solchen Produktionspipeline für interaktive Elemente beschäftigt. Das kann angefangen von viralen Werbeclips bis hin zu E-Learning-Programmen oder Spielen gehen. Und wir lieben aber alle Games und sind eigentlich auch alle Gamer und haben uns dementsprechend diesem Thema gewidmet. Im letzten Jahr war ich ebenfalls hier und habe damals über das Thema News Gaming gesprochen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand, der heute hier ist, auch damals da war. Da habe ich die Engine ein bisschen vorgestellt, an der wir arbeiten. Das ist im Grunde genommen so eine Art Animationsmischung aus Animation und Scripting-Tool. Das heißt, ich habe ein Drehbuch-Tool, mit dem ich arbeiten kann. Da schreibe ich meine Dialoge und Sequenzen rein und die werden sofort in eine animierte Sequenz umgesetzt mit einer Prävisualisierung auf der rechten Seite. Es gibt hier unten so eine Art Library, wo ich sehen kann, welche Elemente, welche Assets stehen mir in meinem Projekt zur Verfügung. Und es ist ein sehr, sehr leicht zu nutzendes Tool. Und mittlerweile ist es Old News. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben mit einem Partner angefangen zusammenzuarbeiten, der eine andere Anforderung an uns hatte, nämlich mit Carlsen. Carlsen ist einer der größten Jugendbuchverlage in Deutschland. Das sind diejenigen, die die Harry Potter Bücher hier herausgebracht haben oder auch die Twilight Saga auf Deutsch herausgebracht haben. Und im Manga-Bereich sind sie die Nummer 1 in stetigem Wettstreit mit anderen Anbietern, aber meistens ist Carlsen auf Platz 1. Das heißt, es ist einfach ein sehr, sehr großer Verlag, der auch zu einer sehr großen Verlagsgruppe gehört. Nun ist Carlsen ein bisschen was Besonderes innerhalb der Verlage, weil sie als Jugendbuchverlag eine andere Herangehensweise an Projekte haben, nämlich sie wollen moderner sein und sie wollen ihre Zielgruppe auf verschiedene Arten erreichen. Und die tauchten bei uns auf mit einer relativ vorgefertigten Meinung, nämlich sie wussten schon in etwa, was sie machen wollten. Es gab eine Jugendstudie, die für sie die Grundlage war für weitere Überlegungen und einige der wichtigen Ergebnisse habe ich hier mal mit rangestellt. Also 97% der 12- bis 19-Jährigen besitzen ein Mobiltelefon, ja, und 95% besitzen ein Smartphone. Das Wichtige, was man dabei wissen muss, ist, Jugendliche lesen, aber sie lesen nicht auf elektronischen Geräten. Und das ist eine weitere Erkenntnis, die sozusagen Carlsen schon klar war, die aber durch diese Studie nochmal untermauert wurde. Jugendliche sind zwar in der Lage zu lesen und tun das manchmal auch noch, aber wenn sie es tun, dann kaufen sie tatsächlich Bücher. Klingt verrückt, hat in Wahrheit was damit zu tun, dass so ein bisschen die Idee dahinter steckt, wenn unsere Eltern ein Kindle benutzen, dann kann das nicht cool sein. Des Weiteren verbringen Jugendliche, Überraschung, Überraschung, wahnsinnig viel Zeit mit ihren Smartphones. Mag der eine oder andere mit gerechnet haben. Ja? Für Carlsen war das offensichtlich ganz wichtig als Erkenntnis, dass das so ist. Und gleichzeitig gab es die ersten Benchmarks im Bereich Storytelling auf dem Smartphone, nämlich mit Sachen wie Lifeline oder One Button Travel. Wer hat Lifeline gespielt? Einen der Teile? Ja, doch einige. Wer hat One Button Travel gespielt? Kaum jemand. Das wundert mich so ein bisschen, weil es ja doch relativ erfolgreich war. Lifeline kam raus gleichzeitig mit der ersten Version der Apple Watch. Und die Idee war eigentlich, eine Geschichte zu erzählen, die auf der Uhr stattfindet. Also sprich, jemand ist gestrandet auf einem fernen Planeten und aus irgendwelchen Gründen kann er nur zu einer einzigen Person Verbindung aufnehmen, nämlich zu dir, über deine Uhr.
Und du hast dadurch einen sehr direkten Draht zu dieser Person und fühlst dich sehr für das Leben dieser Person verantwortlich, der du nun helfen musst. Alles in allem stand Carlsen bei uns und sagte, wir haben eine Gruppe, eine Zielgruppe, die wir sowieso schon bedienen mit unseren Büchern, die nie ohne ihr Smartphone unterwegs sind und denen wollen wir ein neues Erlebnis bieten mit ihren Smartphones, weil das die Geräte sind, auf denen sie im Augenblick nicht lesen und da sehen wir aber eine Chance, dass wir sie hinbekommen. Sprich, irgendwie sollten wir gemeinsam mit Ihnen es schaffen, eine neue Art von Leseerlebnis, von interaktivem Leseerlebnis zu erschaffen. Fokusgruppe war genau klar, 12+. Wie es gemacht werden sollte, war auch klar, ja, nämlich eine App auf dem Smartphone. Wir haben dann gemeinsam überlegt, was gut wäre, ob man zum Beispiel eine Container-App, also eine Dach-App sozusagen nimmt und innerhalb dieser App immer wieder neue Inhalte rausspielt. Das war aber dann so, dass wir uns dagegen entschieden haben, weil es tatsächlich darum ging zu sagen, jede App ist ein eigenständiges Werk. Und gleichzeitig war es für Carlsen als Buchverlag, der traditionell nur mit linearen Inhalten zu tun hat, eine ganz neue Art des Storytellings. Und damit auch, wie sich dann rausstellte, eine kleine Herausforderung, weil tatsächlich im Laufe der Zeit klar wurde, dass das interaktive Storytelling und lineares Storytelling sehr unterschiedlich funktionieren. Also die Autoren müssen ganz andere Sachen leisten und die Lektoren aber auch. Sage ich aber auch gleich noch ein bisschen was dazu. Die Kernfrage zu dem Thema waren eigentlich, was machen die Jugendlichen auf ihren Smartphones und kann man sie dazu bewegen, da was anderes auszuprobieren und wenn ja, wie erreicht man sie am besten? Wie kriegt man sie dazu, interaktive Textinhalte zu konsumieren, statt einfach nur interaktiven Inhalten? Dass alle auf den Handys spielen, war keine Frage, aber was Carlsen auf keinen Fall wollte, war irgendwie den nächsten Klon zu machen von Match 3 oder von keine Ahnung was, sondern Carlsen hat ganz klar gesagt, wir sind ein Verlag und wir machen Literatur. Und das Wort, was ganz häufig fiel und bis heute noch fällt in der Zusammenarbeit, ist, es darf nicht so gamey sein. Sprich, es muss sich für sie immer so ein bisschen anfühlen, als sei es eigentlich tatsächlich noch ein Buch, was sie machen, was nur die Besonderheit hat, dass man nicht von einer Seite auf die nächste blättert, sondern dass man wie früher bei den guten alten Fighting Fantasy Books von einem Kapitel zum nächsten springt, je nachdem, wo einen der Absatz gerade hinführt. Ich frage jetzt nicht, wer die Fighting Fantasy Books kennt, weil ich sehe so ein paar, die in der Altersgruppe sind und genickt haben. Ich sehe aber auch ganz viele, von denen ich weiß, dass das eher Zufall wäre, wenn sie sie kennen würden. Wir haben dann gesagt, okay, eine schöne Antwort darauf wäre doch sowas. Also eine App, die textgetrieben ist und die aber modern trotzdem rüberkommt, weil sie mit zusätzlichen visuellen Elementen aufgepeppt wird. Welche Elemente das sein würden, wussten wir am Anfang nicht. Nicht genau. Wir wussten, was man machen kann. Also wir wussten, es ist bestimmt eine gute Idee, irgendwie ein Bild in den Hintergrund zu legen. Und wir wussten, es ist sicherlich irgendwie eine gute Idee, die Charaktere, die sprechen, sichtbar zu machen. Aber in welcher Form war am Anfang nicht klar. Sprich, als wir losgelegt haben, und ich kann dazu sagen, es war eine der unkompliziertesten Verhandlungen, die ich in einer Zusammenarbeit jemals erlebt habe. Also wenn einer von euch die Gelegenheit hat, mit dem Carlsen Verlag zusammenzuarbeiten, ich kann da nur zuraten, es ist ein sehr angenehmer Partner mit sehr fairen Vertragsbedingungen und einer sehr offenen und ehrlichen Art zu kommunizieren. Was also klar war von Anfang an war, wir brauchen Autoren, die in der Lage sind, mehrere Storypfade parallel zu erzählen und auch zu handhaben. Wir brauchen von unserer Seite aus ein Werkzeug, was den Autor in die Lage versetzt, das entsprechend zu machen. Und zwar so, dass er
sinnvoll damit umgehen kann und nicht die Übersicht verliert. Wir müssen irgendwie dahin kommen, unterschiedliche Assets einbinden zu können in diese App. Und gleichzeitig waren wir uns von Anfang an klar, wir wollen aufgrund der Zielgruppe eine bestimmte Textlänge nicht überschreiten. Und die Idee war, immer Text-Snippets rauszugeben, die ungefähr 100 bis 140 Zeichenlänge haben, also sprich, die in etwa der Länge einer SMS entsprechen. Gleichzeitig bot sich hier umgekehrt die Möglichkeit, sofort Feedback vom User zu bekommen. Einerseits natürlich über die Datenerhebung, wie weit liest der User in der App, ja, wo steigt er aus, warum steigt er aus, ja, woran könnte das liegen, und damit auch gleichzeitig eine Expertise aufzubauen beim Partner, der dann in der Lage ist, mit unserer Technologie weiterzuarbeiten ohne unsere Unterstützung. Weil wir sind, wie gesagt, in erster Linie Technologie-Provider und nicht Content-Provider. Für den Verlag war das eine total schräge und abgefahrene Idee, weil die Arbeitsschritte, die dafür notwendig waren, existierten nicht. Ein Verlag arbeitet normalerweise so, es gibt einen Autor, der reicht ein Manuskript ein, dann gibt es einen Lektor, der überarbeitet dieses Manuskript, mehr oder weniger stark. Ja, das war auch was wir im Laufe der Zeit dann sehr überraschend gelernt haben, dass es durchaus Lektoren gibt, die extrem eingreifen in solche Produktionen und die im Grunde genommen da komplett ein eigenes Werk haben. Ich verliere schon die ersten Zuhörer, es ist furchtbar. Das darf man denen nicht durchgehen lassen, da muss man immer noch einmal drauf schießen. Das heißt also, es gibt tatsächlich Lektoren, die extrem stark fordernd an den Autor rangehen und sagen, du musst es genauso machen, wie ich das haben will. Und es gibt umgekehrt Lektoren, die den Autor sehr stark laufen lassen. Hängt übrigens auch zum Teil vom Autor ab, aber das ist eine andere Geschichte. So, und dann, wenn die damit fertig sind, geht das Ding in Druck und wird verlegt. Das sind nicht allzu viele Arbeitsschritte. Das hier war auf einmal was anderes, nämlich wir brauchten einen Autor, der die Geschichte schreibt und der dabei auch gleichzeitig schon die Optionen festlegt, weil es sollte eine interaktive Geschichte sein, sprich irgendwie gibt es unterschiedlich verlaufende Pfade. Dann kann erst der Lektor eigentlich reinkommen, weil der kann nicht vorher, während sozusagen noch irgendwelche Choices schon überlegt werden, reingehen und lektorieren, weil unter Umständen stimmen dann die Anschlüsse nicht mehr. Also sprich, der konnte tatsächlich erst reinkommen, nachdem alles geplant und durchgeschrieben war. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, es gibt eine komplett neue Schleife, bei der der Lektor sagt, okay, ich habe das jetzt alles durchgearbeitet und ich habe dir mal meine Verbesserungsvorschläge geschickt und nun mach mal. Und dann kann der Autor das alles nochmal durchgehen und kann das gesamte Konstrukt, was er da hat, nochmal überarbeiten. Daraus leiten sich dann ab, welche Assets brauchen wir denn, um mal euer Gehirn da so ein bisschen anzuregen. Rein theoretisch ist es so, du kannst sagen, so wie wir es vorhin gesehen haben, ein paar Hintergrundgrafiken reichen, Hauptsache wir erzeugen Atmosphäre. Du kannst aber auch sagen, jede Location, die in der Geschichte vorkommt, braucht eine eigene Hintergrundgrafik. Was wir gelernt haben im Laufe der Zeit ist, und das war eine etwas überraschende Erkenntnis, je realistischer und detaillierter der Grafikstil ist, umso mehr entsteht der Wunsch nach mehreren Hintergrundgrafiken. Weil du das Gefühl hast, es ist nicht mehr ein hypothetischer Ort, der dargestellt wird, sondern es ist genau der konkrete Ort, der in der Geschichte gerade beschrieben wird. Und dadurch ist eine Grafik nicht mehr allgemeingültig, sondern sie ist auf einmal nur dann gültig, wenn in einer Sequenz tatsächlich genau dieser Ort auch eine Rolle spielt. Und sobald du den Handlungsort wechselst, hast du auf einmal das Bedürfnis, ich will eine neue Grafik haben. Heißt also, es entsteht ein riesiger Komplex an Grafik-Assets, die produziert werden müssen. Und das läuft der ursprünglichen Idee, ein textgetriebenes Adventure zu haben, eigentlich zuwider. Wichtiger Erkenntnisprozess, hat nicht unbedingt was mit der Optimierung der Pipeline zu tun, hat aber was mit der Optimierung des Prozesses zu tun. Wenige Locations und die Visualisierung möglichst allgemeingültig, eher ein bisschen surreal, weniger detailliert. Darüber hinaus, Audioeffekte einbauen, hat einen interessanten Faktor für alle, die sich technisch damit ein bisschen auskennen. Wir reden von Lesen auf einem mobilen Endgerät.
Das heißt, wir müssen abschätzen, wann der Leser an eine bestimmte Stelle kommt, wenn wir einen Audioeffekt zur richtigen Zeit einbauen wollen. Also wir haben beispielsweise eine Sequenz, in der fällt ein großes Schild um und wir wollten es mit einem Knall verbinden. Schlicht, weil das natürlich ein netter Aufwachmoment ist und wenn man das kann, warum soll man das nicht machen? Die Schwierigkeit, die wir sehr, sehr schnell feststellen, ist, woran weiß man denn, wann der Leser tatsächlich diese Zeile liest? Und wir haben uns irgendwann darauf geeinigt, dass wenn Pi mal Daumen diese Zeile in der Mitte des Bildschirms ist, dann ist in etwa die Zeit gekommen, in der diese Zeile auch wahrgenommen wird und haben daran sozusagen das Abspielen des Sounds gekoppelt. Glücklicherweise zeigt, ich muss echt extrem langweilig sein, dann geht schon wieder die nächsten. Ich mache einfach schneller. Dann sind wir auch viel schneller miteinander fertig. Muss ich dazu mal eine Frage stellen? Es ist doch auf den meisten mobilen Endgeräten mittlerweile möglich, auch Eye-Tracking zu machen. Warum hat man da nicht sich angeknüpft? Eye-Tracking ist zwar theoretisch möglich, aber ich bleibe mal bei theoretisch, weil de facto, du kannst nicht vorhersagen, in welcher Beleuchtung sitzt du gerade, an welcher Stelle befindest du dich gerade, wie hältst du das Handy. Eye-Tracking geht von der Idealvorstellung aus, du hast einen gut erleuchteten Raum und du hältst das Handy in einer Position, in der deine Augen wahrgenommen werden können. Wenn du das Handy hier hast und so drauf guckst, ist Eye-Tracking schon mal ganz furchtbar. Okay. Aber ihr habt die Möglichkeit, euch durch den Kopf gehen lassen. Ja. Also wir hatten Eye-Tracking sogar schon bei einem viel älteren Projekt ausprobiert und wussten schon, was uns da sozusagen erwartet. Okay. Und wussten deswegen auch, dass wir es an der Stelle nicht weiter machen müssen. Aber war auch eine Idee, über die wir nachgedacht haben tatsächlich an der Stelle. Wir haben es dann über diese Abschätzung gemacht und es funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Man kann einfach an einer bestimmten Stelle sagen, ich hätte gern hier ein Audio-File und es wird dann da abgeschnitten. Ich wollte nur wissen, das klang so, als ob du eine Frage hast. Oder? Nee. Ich meine, manchmal sind die billigen Tricks die besten. Ja, also wir haben auch gedacht, es ist halt eigentlich cheap, ja, aber es funktioniert und es spielt den Sound dann tatsächlich so ab, dass der im Fokus ist und der Schreckeffekt, den du haben willst, der besondere Effekt in dem Moment tatsächlich zum Tragen kommt. Das nächste, was wir gemacht haben, waren visuelle Effekte einzubauen. Visuelle Effekte heißt in diesem Fall, wir haben solche Sachen wie, wir können den Text verschwimmen lassen auf dem Bildschirm. Oder wir können einen Nebel drüber legen. Oder wir können Wasser- oder Blutspritzer gegen die Scheibe von innen prasseln lassen. Auch da war sozusagen ein bisschen das eine Timing-Frage, haben wir aber ähnlich gelöst und funktioniert eigentlich auch genauso. Meist sind diese Sachen aber auch an tatsächliche Entscheidungen gekoppelt, sodass wir also sehr, sehr schnell gemerkt haben, wenn man mit einer kleinen Verzögerung den Effekt abspielt, sobald eine Entscheidung getroffen wurde, dann kommt es gut hin und derjenige hat das Gefühl, das beeinflusst das, was ich mache. Ja? Also die Welt reagiert auf meine Entscheidung, was ein ganz wichtiger Impuls ist für den Spieler, dass er tatsächlich merkt, ich kann da was dran ändern, was da vor mir passiert. Carlsen wollte außerdem unbedingt sowas wie Memes haben. Also Elemente, die die Nutzer scheren können untereinander. Das haben wir eingebaut. Es hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass das nicht das zentrale Feature ist, was wichtig ist für den Leser. Aber es war auf jeden Fall interessant, einfach mal damit zu spielen, weil das auch bedeutet, man kann zwischendurch kleinere Bilder einfach anzeigen und damit so Impressionen vermitteln von bestimmten Situationen. Und wenn das alles drin ist, dann muss es eine erste Testversion geben, schlicht um auszuprobieren, kommen wir durch alle Storystränge durch, funktionieren alle Bedingungen so, wie sie funktionieren sollen und ist das Ergebnis, was wir haben, vom Tempo her, vom Abspielen und von den Effekten, das, was wir haben möchten. Und dann kann man das endlich als finale App rausproduzieren. Bei uns ist das Frontend im Augenblick immer Unity. Auch das bringt so seine eigenen Herausforderungen mit sich. Da kann ich auch gleich nochmal was zu sagen. Das Ergebnis war das hier. Mission X, Text Adventure, deine Entscheidung, dein Abenteuer war der Slogan des Ganzen. Es gibt mittlerweile zwei Apps, jeweils für iOS und Android, die dritte ist auf dem Weg. Der Launch von iOS und Android war im März 2017. Die erste Version auf iOS ist allerdings schon im November vergangenen Jahres erschienen. Und dahinter steckt das hier. Das ist tatsächlich die komplette erste Storyline durchgescrollt, um mal ein Gefühl zu vermitteln von der Komplexität, die dahinter steckt. Jetzt habe ich direkt wieder eine Frage. Ihr sagtet, ihr habt eine Altersgruppe 12 aufwärts.
jetzt habe ich überlegt, was habe ich damals gelesen, habe sogar extra nochmal in den Nachtrag geschaut, nicht ob das tatsächlich Carlsen war. Was sind denn das für Geschichten und wie viel habt ihr insgesamt ausgearbeitet im gesamten Projekt? Also die letzte Frage, es gibt drei Apps, ne? Also haben wir auch drei sozusagen ausgearbeitet. Also das erste ist eine Dark Fantasy Story, bei der es darum geht, dein kleiner Bruder ist in eine Parallelwelt entführt worden und du musst ihn zurückholen. Ja? Mhm. Das zweite, da geht es um eine Gruppe von Leuten, die in einem Bunker unter der Erde leben und du sozusagen dahinter kommst, dass da vielleicht Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Und die dritte Geschichte, die jetzt rauskommt, ist deutlich finsterer und geht schon eher so in der Richtung von einem Psychothriller. Nicht vergessen, die Gruppe ist nicht 12, sondern 12 plus und Carlsen bedient sozusagen das gesamte Segment und es ist immer eine einzelne App. Das heißt also, Carlsen hat sich ganz bewusst dafür entschieden, unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Apps anzutesten. Schlicht und ergreifend, weil die Frage auch ist, welche dieser Zielgruppen interessiert sich denn am Ende am meisten für diese Art von Unterhaltung? Was wichtig auch war, ist, du hast als Verlag wie Carlsen einen bestimmten Vertrauensvorschuss von den Eltern, weil dein Name draufsteht. Und den darfst du nicht verspielen. Das heißt also, du musst sehr, sehr klar auch kommunizieren, für welche Altersgruppe ist das denn geeignet. Und ich muss auch dazu sagen, das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, die Experten sitzen in Hamburg, nämlich bei Carlsen, die machen das seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, und kennen ihre Zielgruppe genau. Und da haben wir uns auch blind drauf verlassen. Also der Inhalt war sozusagen nicht unser Baby an der Stelle. So. Also sprich, das, was Carlsen von uns wollte, um so eine komplexe Story schreiben zu können, war eine kleine Oase für Autoren. Nun finde ich das sehr sympathisch, weil ich selber meine Karriere als Autor begonnen habe und deswegen immer sehr dafür bin, dass man Autoren gut behandelt. Und war damit auch mehr als einverstanden, dass wir genau das versuchen zu erreichen. Aber nochmal zur Erinnerung, für uns hieß das, wir mussten von hier, ja, Drehbuchtool mit direkter Visualisierung und Asset Library für 3D-Animationen und Sequenzen, hierher. Tool, mit dem ich mehrere Text-Adventure-Stränge parallel handhaben kann. Der erste Schritt war, eine Roadmap aufzustellen und zu sagen, was wollen wir denn zu welchem Zeitpunkt eigentlich parat haben. Zweites Quartal 2016 war der Kickoff. Dann ging es darum, die Software langsam zu transformieren in die Art und Weise, wie die Autoren arbeiten möchten. Ja, die waren für uns das Maß aller Dinge, weil klar war, die brauchen dieses Tool und die müssen damit umgehen können. Und was auch klar war, war, dass im vierten Quartal 2016 und viertes Quartal ist sehr großzügig hier an der Stelle formuliert, nämlich eigentlich war es im Oktober 2016, das ist viertes Quartal, aber mehr Anfang viertes Quartal geht nicht. Die Buchmesse Frankfurt ist und wir da bereits einen ersten MVP vorstellen wollten von dem Produkt. Das heißt, der Zeitplan war ambitioniert. Das war das ursprüngliche Konstruktionstool für Geschichten, als wir angefangen haben. Das sind immer kleine Story-Happen, ja, die jeweils unter so einem Kästchen hier drunter liegen. Und dann gab es die parallelen Story-Stränge, die dann in einzelnen Spuren aufgegliedert wurden. Ist ein schönes System, funktioniert super für visuelle Prinzipien, funktioniert mäßig auf einmal nur noch, wenn es um reinen Text geht. Der erste Schritt war, die Prävisualisierung und die Asset Library rauszuschmeißen. Logisch, wir brauchten beides nicht. Das heißt, übrig blieb das reine Drehbuchtool, mit dem man dann schon mal sehr übersichtlich und sehr viel größer als vorher seine Texte und damit auch seine Szenen schreiben konnte. Das zweite war, wir wussten bereits, dass wir alle möglichen Effekte triggern möchten, sei es unterschiedliche Grafiken, seien es die Memes, die wir rausgeben wollten, seien es Soundeffekte. Und es waren Sachen, die wir vorher in der Technologie nicht drin hatten. Das heißt, wir mussten auch an der Stelle in irgendeiner Form eine Alternative anbieten. Und die Alternative waren Hashtags.
Wir haben angefangen, eine komplette Library an Hashtags aufzubauen, die der Autor in seinem Text verwenden konnte, um bestimmte Effekte zu erzeugen. Das war jetzt nicht unbedingt benutzerfreundlich im ersten Schritt, aber auf jeden Fall schon mal hilfreich, weil wir damit Dinge machen konnten, die vorher nicht möglich waren. Und wir mussten sie nicht per Hand machen, sondern wir konnten die Hashtags schlicht und ergreifend auslesen automatisch und dann umwandeln. Das Ergebnis war eine Story, die sich als Gliffy-Map so darstellen lässt. Gliffy, ja, kleines Tool, mit dem man so eine Map selber bauen kann. Und bei uns hat unser Game Designer sich hingesetzt und hat die gesamte Story dann sozusagen per Hand in so ein Gliffy umgewandelt. Das Gliffy besteht insgesamt aus 11 Seiten. Einzelne DIN A4 Seiten, die dann zusammengeklebt wurden. Die hängen bei uns immer noch an den Wänden im Büro. Das ist eine ziemlich eindrucksvolle Ansicht, wenn man da reinkommt. Die Wände sind dann eben voll. So, dann konnten wir endlich die erste App rausbringen. Juhu, uns war klar, Bombe, ja, große Arbeit, super, was wir da gemacht haben. Nee, war nicht so. Stattdessen bekamen wir eine erste Review mit dem Hauptkritikpunkt, dass die Story zu wenig Varianz bietet und dass doch ein Spiel wie One Button Travel hier deutlich bessere Arbeit leistet. Nochmal im Gegenvergleich. Das ist das Gliffy für die erste App. Und die Kritik ist zu wenig Varianz. Heißt also, für uns gab es ein großes Problem an der Stelle. Aus irgendwelchen Gründen ließ sich das, was wir an Story-Vielfalt anzubieten hatten, nicht sofort übertragen nach draußen. Und es war für uns klar, dass das ein Thema wird, was wir in irgendeiner Form angehen müssen und eine Lösung für finden müssen. Und ich übergebe das jetzt schon mal an euch. Ihr könnt schon mal so ein bisschen das sacken lassen. Ich präsentiere dann gleich unseren Weg, den wir gegangen sind. Schwenke aber zwischendurch noch ab, weil es wäre ja langweilig, wenn das die einzige Herausforderung gewesen wäre, die zu diesem Zeitpunkt auf uns zugekommen wäre. Zusätzlich ergab sich eine kleine weitere Herausforderung, ganz klein, ganz unerheblich. Nämlich, ursprünglich war das Ganze als Premium-App gestartet auf iOS. Das funktioniert auf iOS auch super. Ja. Apple-Handy-Benutzer sind es gewohnt, viel Geld für ihre Apps zu bezahlen und insofern ist das kein Thema. Wenn eine App was kostet, dann werden die das bezahlen. Der Preis war jetzt nicht super teuer damals, aber nichtsdestotrotz. Anders auf Android. Android-User sind es gewohnt, alles grundsätzlich erstmal ausprobieren zu können. Es darf alles nichts kosten. Das heißt, uns wurde klar, dass mit dem Transfer auf Android auch gleichzeitig eine Veränderung des Bezahlmodells verbunden war. Und es war auch klar, dass bestimmte Methoden der Bezahlung nicht akzeptabel sind für Carlsen. Also sprich klassische Free-to-Play-Modelle wie du hast alle deine Leseenergie verbraucht. Ja, wenn du neue Leseenergie haben möchtest, geh doch in unseren Shop und kaufe Leseenergie. Wäre nicht möglich gewesen. Schlicht, weil die Eltern damit nicht einverstanden gewesen wären und damit Carlsen den Vertrauensvorschuss, den sie hatten, verspielt hätten. Die Entscheidung fiel dann auf eine klassische Paywall. Das heißt, 10 Minuten lesen und dann an natürlich einer Cliffhanger-Stelle sagen, so, wenn du die ganze Geschichte lesen willst, dann kauf jetzt bitte die App. Wir haben uns sehr, sehr schwer damit getan und wir finden aber nach wie vor, dass das tatsächlich ein faires Angebot ist, weil du kannst in diesen ersten 10 Minuten verschiedene Varianten ausprobieren und du kannst ein Gefühl dafür kriegen, ob diese Geschichte dir gefällt oder nicht. Ja, und an irgendeiner Stelle musst du einfach hingehen und musst sagen, hier steckt Geld drin und das müssen wir auch in irgendeiner Form wieder zurückbekommen. Also sprich, wir fanden, das ist eine gute Lösung. Wir finden das bis jetzt auch noch. Solange uns keiner einen anderen Vorschlag macht, wie wir das sonst angehen können, würden wir dabei bleiben. So. Damit hatten wir ein Problem gelöst, nämlich wie machen wir damit Geld und wie können die Nutzer das bezahlen. Jetzt war noch die zweite Frage, wie machen wir Varianz sichtbar? Und ich weiß nicht, was ihr euch überlegt habt in der Zwischenzeit.
Wir haben jedenfalls die Meister im vom Unsichtbaren zum Sichtbaren gehen gefragt, die Ninjas, und haben dann beschlossen, wir bauen etwas ein, was tatsächlich so eine Sache sichtbar macht, nämlich eine Story Map. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, das ist der Anfang der App 3, also sozusagen Sneak Preview. Die gesamte App hat jetzt unten drunter eine Karte, die ich aufrufen kann und in der ich sehen kann, auf welchem Story-Pfad bewege ich mich gerade, und in der ich auch erkennen kann, es gibt weitere Story-Pfade, ja, bei denen ich eventuell noch nicht war. Ich kann außerdem sehen, es gibt bestimmte Punkte, an die kann ich zurückspringen, also sowas wie Checkpoints. Und was man hier nicht sieht, es sind außerdem auch noch Achievements drin. Das heißt, ich kann auch noch sehen, an bestimmten Punkten hängen Achievements dran, die mir dann unter Umständen erst ermöglichen, einen bestimmten Pfad entlang zu gehen. Das heißt, ich habe auch noch ein erhöhtes Replay-Value. Ich habe tatsächlich eine Möglichkeit, dem Nutzer zu sagen, guck mal, jetzt hast du ein Achievement erreicht, damit eröffnet sich dir an dieser Stelle hier ein ganz neuer Pfad, den du noch nicht ausprobiert hast. Bisher kriegen wir ganz positives Feedback darauf. Wir sind sehr gespannt, wie es jetzt in der Praxis dann aussieht. Was wir zumindest glauben, damit unterdrücken zu können, ist, dass noch jemals wieder irgendein Reviewer sagen wird, es gibt nicht genügend Varianz in der Story. Er kann gerne sagen, die Story ist nicht gut, aber es ist sehr anstrengend, wenn man weiß, wie viel Story drinsteckt, sich anhören zu müssen. Die Bandbreite ist nicht groß genug. Wie viele verschiedene Enden habt ihr denn? Ich kann mir vorstellen, das Problem ist ja... 9. Okay. App 2 hatte 12. Okay. Das Problem ist ja immer, die Spieler klar zu machen, dass da eine Entscheidung auch unten ausgeht. Ja, und mit Enden meine ich nicht, einmal hast du das grüne Kleid an und einmal hast du das blaue Kleid an, sondern mit Enden meine ich, du kommst nach Hause, aber ohne deinen Bruder. Keiner kommt nach Hause, nur dein Bruder kommt nach Hause. Ihr beide kommt nach Hause. Ihr kommt nach Hause und ihr besiegt das Böse. Ja, also 9 verschiedene Enden. Und noch viel schlimmer, aufgrund der Art und Weise, wie bei uns Stories geschrieben werden, und damit sind wir bei, so sieht heute unser Tool aus, ist es tatsächlich so, dass wir, das sieht zwar aus wie eine Baumstruktur, ja, und wir sind mit dem Layout noch nicht ganz happy, das gebe ich auch zu, aber das ist keine Baumstruktur, sondern es sind Graphen. Und wer technisch ein bisschen versiert ist, Graphen bedeuten, ich kann jederzeit wieder zurückspringen an jeden beliebigen Knotenpunkt. Es ist keine feste zeitliche Reihenfolge, in der die Geschichte abgespielt wird, sondern es ist sozusagen nur eine Abfolge von Ereignissen, die ich jederzeit wieder zurückführen kann auf einen anderen Knotenpunkt. Warum erzähle ich das? Weil das bedeutet, dass wir tatsächlich unterschiedliche Stränge haben, die bis zum Schluss durchlaufen. Ja, es gibt vielleicht mal Sequenzen, an die alle Spieler kommen, die können sich aber unterschiedlich anfühlen aufgrund von Vorbedingungen. Zumindest geben wir dem Autor die Möglichkeit, genau das zu tun, nämlich zu sagen, es gibt eine kleine Varianz in dieser Sequenz, wenn du das möchtest. Du kannst einen Satz austauschen oder auch zwei. Und ein paar Elemente später, ein paar Sequenzen später, kann er schon wieder komplett auseinandergehen und kann sagen, und weil du irgendwo da ganz oben in der Story mal eine Entscheidung getroffen hast, ändert sich hier unten plötzlich was für dich komplett. Außerdem haben wir es jetzt so eingerichtet, dass er die Map seiner Story die ganze Zeit über im Auge haben kann, während er schreibt. Und er sozusagen von Knotenpunkt zu Knotenpunkt springen kann. Es gibt dann immer so eine Verteiler, deswegen haben wir hier auch eine andere Form. Das heißt, das ist immer eine Sequenz, in der eine Geschichte erzählt wird. Und das hier ist ein Modul, was im Endeffekt eine Verzweigung darstellt. Und da können so viele Zweige von ausgehen, wie man möchte. Ja, Linda? Schon eine Frage da? Darfst du? Ja, das ist unser eigentliches Geschäftsmodell, ist exakt das. Ne? Wir sind ein Technologieprovider, das heißt also, wir lizenzieren das Tool raus. Es gibt sehr viele unterschiedliche Module für diese Technologie. Das Text-Adventure-Modul sozusagen ist nur eine Variante, um in unserer Technologie zu arbeiten.
Das war für uns aber eine besonders spannende, um das jetzt nochmal so ein bisschen als Wrap-up zu machen, ja, weil man könnte jetzt sagen, ja, jetzt könnt ihr doch aber gar nicht mehr so hübsche Bilder und so hübsche animierte Sequenzen machen. Können wir auch bald wieder. Aber was wir jetzt können, ist, wir können mit Text völlig anders umgehen, als wir das vorher konnten. Wir wissen jetzt nämlich alles über Text, was man nur wissen kann. Also wir wissen, wie man den editiert, wir wissen, wie die Sequenzen zusammenhängen, wir wissen, wie man den aufsplitten kann, wir wissen, wie man Bedingungen daran hängt. Und alle Kenntnisse und Fähigkeiten, die wir hier über Text gewonnen haben, können wir in jedes andere neue Modul, was wir erzeugen, mit einbringen. Das heißt also auch in sowas wie ein Sequenzmodul, wie das, was wir vorher hatten, wo man dann eben 3D-Animationen innerhalb einer Sequenz ablaufen lassen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel schon ein Modul, mit dem man direkt interaktive Audio-Adventure erzeugen kann. Das heißt also, mit dem man direkt auf sowas wie Alexa, Google Home oder von mir aus auch Siri unterstützt das ja auch, ja, rausgehen kann und dahin direkt Spiele exportieren kann. So, das Ergebnis davon. Und das ist jetzt noch mehr Sneak Preview als vorher. Das ist das Gliffy für die dritte App. Und im Verhältnis war die erste so dieser Teil. Das heißt, die dritte App ist ungefähr doppelt so groß wie die erste. Da sieht man auch daran, dass wir nicht mehr nur 11 Kapitel sozusagen haben wie vorher, sondern wir haben jetzt insgesamt 22. Das heißt, mit der neuen Software war es für den Autor sehr viel leichter und sehr viel einfacher, eine wesentlich komplexere Geschichte zu erzählen und dabei trotzdem noch den Überblick zu behalten und diese wesentlich stärker aufzufächern als vorher. So, ich bin durch. Fragen? Habe ich alles schon während des Vortrags beantwortet? Vielleicht hast du es ja schon beantwortet. Ja. Also, das ist immer so ein bisschen, die Frage kriege ich oft gestellt. Ich finde immer, der wichtigste Unterschied, den es tatsächlich gibt, ist, Artistry Draft richtet sich in erster Linie an die Frage, wie produziere ich mit einem Drehbuch etwas raus? Wir sind eine komplette Produktionspipeline. Das heißt, bei uns kann der Drehbuchautor in der gleichen Pipeline sein Skript schreiben und das auf Knopfdruck sofort nach draußen exportieren in eine App rein. Wir sind nicht dafür da, zu organisieren, wie irgendwelche Gewerke miteinander arbeiten. Wir haben kein Gameplay-Elemente da irgendwie drin. Ja. Es ist wesentlich direkter und klarer an die Autoren gerichtet. Und nach dem, was ich als Feedback erhalte, ist auch das, wie man bei uns ein Drehbuch schreibt, wesentlich einfacher von der Bedienung her. Aber das war auch von Anfang an unsere klare Ausrichtung. Aber es ist halt eine Frage, ja, ich weiß, dass Artistry Draft das auch sagt und ich schätze die sehr. Und ich kann dazu immer nicht viel sagen, außer ich habe das Gefühl, Artistry Draft ist sehr viel mehr auf den Produktionsaspekt ausgerichtet und sehr viel weniger auf die kreative Arbeit des Autoren. Und wir sind halt sehr, sehr klar fokussiert auf, der Autor ist für uns der im Mittelpunkt der Produktion. Er ist der Verantwortliche oder sie, ja, und ist derjenige, die tatsächlich bis zum Ende diesen gesamten Produktionsprozess als Stakeholder betreut. Und das ist von der Fokussierung her und von der Art und Weise mit der Autorin, dem Autor umzugehen, was völlig anderes.